Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Lange Zeit sagte Greta Thunberg immer nur brav das, was der Mainstream der Konsumgesellschaft hören wollte. An ihrem konsumistischen Anspruchsdenken störte sich kaum jemand. Kritik kam meist nur von Ignoranten, die die Augen vor dem menschengemachten Klimawandel verschließen. Nun aber wagt sie es, sich zum Israel-Palästina-Konflikt zu äußern und eine sehr umstrittene Meinung von sich zu geben. Das bewirkt nun einen Aufschrei bis hin zum Vorwurf des Antisemitismus. Ich spreche hier als Ethnologe, der in Israel und Palästina war, der dort engen Kontakt zu Israelis hatte und auch mit Palästinensern sprach, der auch die Mauer zwischen Jerusalem und Bethlehem kennenlernte. Ich weiß, dass differenzierte Darstellungen auf YouTube viel weniger Aufrufe generieren als einfachste Schwarz-Weiß-Malerei und dass die typische YouTube-Klientel ohnehin alles innerhalb eines Schwarz-Weiß-Denkens uminterpretiert, weil sie einfache Feindbilder sucht. Aber differenzierte Betrachtung ist meine Natur und das ist gut so. Befremdlich finde ich, dass sich nun auch die Fridays for Future zu diesem Thema äußern. Inwiefern hat das mit ihrem ursprünglichen Anliegen des Klimaschutzes zu tun? Greta Thunberg als Privatperson hat natürlich das Recht, sich zu jedem beliebigen Thema zu äußern. Wenn sie sich zu Themen äußert, bei denen sie sich nicht auskennt, tut sie genau das, was viele andere auch tun. Hier hätten es die Fridays for Future sich und ihren Zielen leichter gemacht, wenn sie von vornherein klargestellt hätten, dass sie es nicht als ihre Aufgabe erachten, sich zu politischen Konflikten zu äußern, sofern es nicht um Klimarelevantes geht. Aber offenbar vergöttern sie Thunberg zu sehr, als dass sie einfach ihre Stellungnahme als persönliche Sache stehen lassen könnten. Dadurch setzen sie ihre Glaubwürdigkeit verstärkt aufs Spiel. Kann man denn nun der jungen Frau Thunberg Antisemitismus vorwerfen? Sicher kann man ihr Einseitigkeit vorwerfen, wenn sie die palästinensischen Opfer des Konflikts thematisiert, aber die jüdisch-israelischen Opfer verschweigt. Andere machen es genau umgekehrt und sind damit genauso einseitig. Beide Sichtweisen haben gemeinsam, dass sie die Menschen nach Nationalität oder Volkszugehörigkeit unterschiedlich bewerten, statt sie gleichermaßen als Menschen mit gleichem Recht auf Leben zu sehen. Nicht jede Einseitigkeit kann man indes als Antisemitismus klassifizieren. Mir ist nicht bekannt, dass Thunberg eine Herrenrassenideologie vertreten würde, die die Germanen über die Semiten stellt. Somit ist der Begriff des Antisemitismus von vornherein fragwürdig. Der Begriff entstand im europäischen Kontext und wird auf die Judenpogrome im Dritten Reich angewandt. Eine inflationäre Verwendung des Begriffs, wie sie heute weit verbreitet ist, bedeutet eine Relativierung der Verbrechen des Dritten Reiches. Den Begriff auf den Israel-Palästina-Konflikt anzuwenden, ist auf jeden Fall ein Symptom ideologischer Verblendung. Hier kämpfen auf beiden Seiten Semiten. Die Übertragung eines Begriffs, der historisch in den Kontext germanischer Herrenrassenideologie gehört, auf einen innersemitischen Konflikt deutet auf Unkenntnis historischer und kultureller Zusammenhänge hin. Auch der israelische Überfall auf Ägypten und die Annexion der syrischen Golanhöhen sind innersemitische Konflikte. Eine Stellungnahme für oder gegen eine der beiden Kriegsparteien hat also ganz und gar nichts mit Antisemitismus zu tun. Rufen wir uns in Erinnerung. Nach dem Zweiten Weltkrieg schenkten die Alliierten den Juden das Gebiet des heutigen Israel, das aber den Alliierten gar nicht gehörte. Dort lebten bereits Menschen. Dass so ein Vorgehen zu Konflikten führt, war ihnen sicher im Vorfeld bewusst. Sie wollten also gezielt die Konflikte von Europa weg in den Vorderen Orient verlagern. Und das ist ihnen gelungen. Man stelle sich vor, die Alliierten hätten die Palästinenser unbehelligt gelassen und hätten den Juden Deutschland geschenkt, über das sie nach dem Krieg Verfügungsgewalt hatten. Das wäre zweifellos gerechter gewesen, da die Schuld an den Judenpogromen bei Deutschland lag und nicht bei Palästina. Wenn Deutsche diesen Gedanken zurückweisen, ist das in der Tat Antisemitismus.
Der Begriff des Antisemitismus dient oft dazu, einfache Feindbilder zu verbreiten und dazu die Juden zu instrumentalisieren. Da haben die Juden gefälligst immer Opfer zu sein. Für mich sind die Juden ganz normale Menschen, nicht besser und nicht schlechter als andere, ohnehin nicht kollektiv zu beurteilen, sondern nur als Einzelpersonen, die ich mögen kann oder auch nicht. Aber mit dieser Sicht der Juden als normaler Menschen bin ich für manche verkrachten Existenzen bereits ein Antisemit, auf eine Stufe zu stellen mit den Völkermördern von Auschwitz. Das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser zu verteidigen und die israelische Spaltungspolitik als Apartheidspolitik zu klassifizieren, hat definitiv nichts mit Antisemitismus zu tun. Hier geht es um kulturelle Konflikte zwischen der stark europäisch geprägten Kultur der Israelis und der muslimisch-orientalischen Kultur der Palästinenser. Dass den Europäern, mich eingeschlossen, die israelische Kultur näher steht, liegt in der Natur der Sache. Der anderen Kultur die Existenzberechtigung abzusprechen, bedeutet aber einen europäischen Kulturchauvinismus. Es gibt sowohl auf jüdisch-israelischer als auch auf palästinensischer Seite Menschen, die gerne mit den jeweils anderen in Frieden leben möchten. Es gibt auch gemeinsame Projekte von Israelis und Palästinensern. Wer einseitig für eine der beiden Kriegsparteien Position bezieht, ist dadurch noch kein Antisemit, wirkt aber allen Friedensbemühungen entgegen. Das muss sich auch Thunberg vorwerfen lassen. Greta Thunberg tut hier genau das, was sie immer tat, woran sich aber sonst kaum jemand störte. Sie polarisiert mit einfachem Schwarz-Weiß-Denken. Vergessen wir nicht, dass es sich um eine Pubertierende handelt, die in einem wohlhabenden Elternhaus mit viel Luxus aufwuchs und sich nie etwas erarbeiten musste. Da sollten wir ihre ständigen unreflektierten Aussagen verzeihen. Das Fehlverhalten sehe ich hier in erster Linie nicht bei Thunberg selbst, sondern bei all denjenigen Personen, die sie vergöttern, statt sie einfach mal ganz realistisch eine Pubertierende sein zu lassen, die die eine oder andere gute Idee hat, aber die Welt mehr aus dem Internet kennt als durch der eigenen Hände Arbeit.